Peace, Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen von der YCS in Dortmund. Wir haben hier einen aus der Top 64. Wir wissen, was hast du gespielt? Mein Name ist Artem Rusev. Ich habe das beste Deck gespielt. Jawohl, Alter. Sag mal her. Best Deck, Bruder. Ich bin im Swiss 10-2 damit gegangen. Top 64 habe ich leider verloren. Im Mirror Match. Und ja, ich zeige euch jetzt so, was ich gespielt habe. Oder mach mal, halt mal das Deck andersrum. So rum? Yes. Nein, so in deine Hand wieder. So? Ja. Und dann kannst du die Karten jetzt so. Okay. Auf jeden Fall, ich zeige euch mal, was ich gespielt habe. Meine Matchups waren übrigens sehr gut, da ich viele Shizu hatte. Und das Deck habe ich nur für Shizu gebaut, meistens. Auf jeden Fall von den Big Birds 2-2. Apex Avian wird immer weggemillt von Ishizu. Ist immer gut. Ich habe einmal Riser und mit Riser wieder Riser. Hab den einen Riser recycelt und hab sein ganzes Board gebrochen damit. Zwar Bärenstatue, weil beste Karte, ich sag euch. Der Gegner geht Battleface. Ich baue einfach noch eine und der kann gar nichts mehr machen. Das ist sehr Standard. Wer was anderes spielt, hat Kontrolle über sein Leben verloren. 1-1, ne? 1-1, okay. 1-2-Karten. Wie ist das, dass die wieder shuffeln können jetzt, die Ishizus? Das Gute ist, was ich immer mache zum Beispiel, weil ich weiß, die wollen meistens den Normal wegmachen von Stream. Ich target irgendeine gute Karte, von der ich happy bin, dass die in meinem Deck ist. Hm? Und wenn die Normal nicht gut durchgeht, dann ja, geht es halt nicht durch. Ja, ja. Hauptsache, ich krieg dann die gute Karte zurück ins Deck und ja, jo. Dann best card, was soll ich dazu noch sagen? Ich habe die sehr oft resolved. Gegen Ishizu-Tier, gegen Sprite, gegen alles. So, Sprite konnte kein Toad bauen. Punk war da und alles. Feed Spell, die beste Karte in Flander, bin ich ehrlich. Die Karte macht Flander überhaupt gut. Man kann natürlich Sachen dodgen, man stirbt nicht an einer Handtrap oder sonst was. Mit der Karte habe ich 3 Karten vom Gegner wegtributet. Hast du auf der gebrickt manchmal? Sehr selten. Ich habe manchmal überlegt, sogar 2 zu spielen, weil die Karte so gut ist. Okay, jedes Mal, wenn ich die hatte, war insane. Das war einfach nur... Im Mirror wichtig, ne? Mirror ist das die wichtigste Karte auf jeden Fall. Und der Apex Avian, den ich leider nicht drin habe. Okay. Aber dazu kommen wir später. Mit der Karte habe ich 3 Karten wegtribute vom Gegner. Hat mich jedes Mal gefragt, ist das nicht once per turn? Ich sage so, nein, nur das Kartenziel ist once per turn. Dann Töpfe, Consistency natürlich. Ein Extravaganz. 3 Duality und 3 Prosperity. Yo. Prosperity kam immer sehr, sehr gut. Ich habe immer das bekommen, was ich wollte. Und ja. Die im Main Deck ist insane. Spice. Viel besser als Shifter. Ich öffne lieber das da gegen Ishizu als ein Shifter. Weil immer, wenn ich Shifter geschmissen habe, oft hatten die immer Orange Light mit Kelbeck oder Agido und haben immer 5 gemillt. Und dann in Turn 0 machen die da schon Warten. Ja, klar. Wenn du die hinklatscht, machen die gar nichts mehr. Kein Orange Light, keine Mills, gar nichts. Ja. Eine mystische Mine, okay. Ganz ehrlich, die kann man cutten, die ist gar nicht mehr so gut. Die ist, ich habe die nie resolved irgendwie. Okay, die krass. War einmal Negate Bait, aber da kann man auch andere Karten spielen. Ein Featherstorm, einfach weil... Warum nicht? Ja, warum nicht? Ne? Einfach ein bisschen Backrow Removal so, geht immer fit. Terraforming, weil ich halt Mine... Also, ja. Mine habe ich auch deshalb reingemacht, wegen Terraforming, dachte ich mir so, ja komm, hast du dann ein Target mehr mit Terraforming. Ja, kann gut kommen. Dann 2, okay, 2 Ruler, 2 evenly, weil... Okay, krasse Ratio. Ich habe gesehen, viele spielen 3-3. Ja. Das Problem damit ist halt, ich habe sehr, sehr oft gebrickt. Ich habe dann zum Beispiel 3 evenly, also ein evenly auf der Starthand und ich ziehe noch ein evenly nach, wenn ich gar in Second gehe. Ist zwar manchmal schon gut, aber ich finde immer ein evenly reicht meistens. Mhm. Oder auch wenn ich zum Beispiel going first gehe, dann... Ich gehe sehr gerne going first mit Flander, deshalb habe ich lieber 2-2, dass die Chance nicht so hoch ist, dass ich bricke. Okay. Und dann, ja. Kannst du auch mit deinen Töpfen halten. Genau. Davor habe ich halt, der Extravaganz war zum Beispiel der Evenly. Und ich habe dann den Extravaganz gezogen, Game 1, und der Extravaganz hat mir dann das ganze Spiel gewonnen, weil ich gebrickt bin. Ja. Und mit dem Extravaganz habe ich dann eine Map nachgezogen und noch einen Vogel, und das war dann halt insane. Und natürlich, okay, eine davon, die ich... Würde ich nicht auf 2 spielen, brick mir ein bisschen zu viel, sage ich ehrlich. War an sich sehr gut. Meine Matchups waren 6-mal Teishizu. Davon habe ich 5 gewonnen. Die anderen 2 waren Sprites, habe ich gewonnen.
Dann habe ich gegen Despia gespielt, habe ich gewonnen. Dann habe ich gegen was habe ich noch gewonnen? Das war so ein Gravekeepers-Deck. Wo mich einfach nur millen will, habe ich auch gewonnen. Ja. Verloren habe ich tatsächlich gegen Runik Main, weil Mine ist halt immer noch eine sehr gute Karte, sage ich mal so. Und gegen Ishizuti habe ich einmal verloren, aber halt wegen Time. Der hatte halt leider den Timebreaker. Die Time war leider auf seiner Seite, nicht auf meiner. Und ja, mein Extra-Deck sage ich euch jetzt. Korrekt. Sehr wichtig, glaube ich, ne? Mein Extra-Deck ist wirklich tatsächlich ist wichtig. Ich sage euch, ich zeige euch wieso. So. Mein Extra-Deck. Andersrum. Best Package, sorry. Ja. Okay, so. Das ist, glaube ich, das einzige Wichtige. Kann das sein? Auf jeden Fall. Das ist das einzige Wichtige. Habe ich nie gebaut, bin ich ehrlich. Dann Wind Pegasus. Krass. Ich habe gedacht, ich spiele gegen Unaffected Cards. Habe ich nie gespielt. Nie gespielt. Habe ich tatsächlich einmal benutzt. Heftig. War okay. Benutzt man nicht. Die habe ich heute tatsächlich benutzt. In Kombo mit ihr. Ich habe damit Baguska weggeschaffelt. Heftig. Die Karte war MVP in einem Game gegen Tier Shizu. Er klatscht mir Baguska hin, aber er hat den Baguska hierhin gesummt. Okay, Pech. Da habe ich Relinquish gemacht, seinen Baguska geklaut und das Problem war weg. Und der Gegner hat natürlich dann geragequittet, sage ich mal so. Ne? Zwei Entes, ein Garura und das neue Exit-Target. Neue, ne? Okay, nice. Ultimate Slayer. Mein Side-Deck tatsächlich war gar nicht ready, weil ich einfach auf schnell eine Deckliste fertig gemacht habe, sage ich euch ehrlich. Ich habe nicht damit gerechnet zu toppen, dass meine erste YCS ist, aber irgendwann ist immer ein erstes Mal, sage ich. Und einmal Apex. Ich dachte, ich krieg Mirror Matches. Ich habe 12 Runden, glaube ich, kein Mirror Match gesehen im Swiss. Dann Top 64, Mirror Match und mein Gegner hat besser gezogen als ich, leider Gottes. Einmal den Slayer Package. Ja. Die habe ich nie benutzt, nie. Okay. Ich cutte die auch, glaube ich, weil das Ding ist, Sprite läuft nicht mehr so viel rum. Ja. Die ist sehr gut gegen Fusion, hat Mirror Jade weg, alles weg, also von Tier Elements weg. Entis ist auch immer noch eine gute Karte. Backrow Removal, weil ich Angst vor Runisch hatte, habe ich tatsächlich sogar gespielt dagegen. Die kann man mal saftig so, Backrow Removal ist immer gut, sage ich. Hab ich noch eine. Ja. Vielleicht, wenn ich gegen Sprite spiele, habe ich die reingesided und noch einen davon, Falcon Second, damit ich das 3-3 habe. Und dann habe ich fünfmal Ruffians Featherstorm gespielt. Ja, warum nicht? Die kam immer saftig. Einmal hatte ich die auf der Hand und dann noch die. Dann habe ich den resolved und dann im nächsten Turn habe ich Trap Tick und nochmal resolved. Und in zwei Runden kann der Gegner halt nicht überleben gegen Flander, weißt du schon. Und das ist mein Deckprofil. Meine erste YCS, 10-2. Sehr gut, herzlichen Glückwunsch. Und danke schön. Hast du irgendwelche Shoutouts? Shoutouts an BB-Land Berlin. Korrekt. Shoutout an Dinkabui. Shoutout an die Jungs aus BB-Land. Ich habe einen Shoutout vergessen. Grüße gehen raus an meinen Bruder Sammy Boazis. Mit ihm bin ich hierhin gekommen. Korrekt. Grüße gehen raus. Dann alle den Kanal abonnieren, liken, kommentieren, gerne was. Abonnieren. Und herzlichen Glückwunsch nochmal. Dankeschön. Wir sind wahrscheinlich auf dem nächsten Turnier, ne? Auf jeden Fall, Bruder. Nächste bin ich auch am Start. Korrekt. Best Deck. Jawohl. Dann peace out. Ciao. Ciao.